herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge mit unserem Hamburger Sportverein. Wir sind endlich aufgestiegen in die erste Fußball-Bundesliga. Und das Finale steht an im European International Cup. Und wir wollen mal simulieren, wie das wohl ausgehen wird. So, unsere Aufstellung steht fest. Es ist das Finale gegen Brescia. Keine Ahnung, wo die herkommen, aber wir schauen mal, wie es ausgeht. Und wir gewinnen 0:2. Aaron Hunt macht den Doppelpack. Einmal richtig rein und einmal im Elfmeter. Und zwei gelbe Karten, sonst ist da nichts passiert. Ziemlich trostlos, aber nichtsdestotrotz haben wir den European International Cup damit gewonnen. Schauen wir mal, was noch so anliegt. Gasch ist ausgeliehen, hat einen Wechsel auf Leihbasis zur FC Metz zugestimmt und wird mit sofortiger Wirkung nach FC Metz gehen. Wir können Benjamin Gasch jederzeit gegen eine Gebühr, das wollen wir natürlich nicht. So, Özcan ist auch ausgeliehen nach Atletico Bilbao. So, dass wir uns das noch schön gemacht haben, sind wir noch ein bisschen reicher geworden und haben nochmal 2,5 Millionen bekommen. Ja, und der Vorstand ist natürlich auch super zufrieden, dass wir das Endspiel sogar noch gewonnen haben. Und die Sperre für Khaled Naray ist auch zum Glück jetzt abgelaufen. Ja, und dann gehen wir nochmal in die Trainingseinheit. Und wenn ihr hier Vorschläge habt, wen wir denn zum Beispiel gerne mal mit reinnehmen sollen, wer trainiert werden soll, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Ja, und dann hat sich auch gleich unser Torwart, der Schinkel, ich will immer Schinken zu ihm sagen, ich weiß nicht wieso, aber er hat sich wenigstens schon mal auf eine 65 hochgearbeitet. Ja, und somit haben wir nochmal richtig gut Asche gemacht und sind jetzt sogar bei 52 Millionen. Ich würde sogar sagen, wenn wir unser Budget ein wenig ändern, nee, das wollte ich jetzt nicht, nochmal rein. Und dann sagen wir mal, wir brauchen nicht so viel. So viel würde eigentlich auch reichen. Dann sind wir bei 52 Millionen und 92.000 Gehaltsbudget. Damit können wir uns halt richtig gute Jungs holen. Und das ist halt auch gar nicht unrealistisch, denn wir haben gut gewirtschaftet in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir haben zweimal große Events gewonnen und wir haben einen super Kader. Gut, der ist jetzt ziemlich ausgepowert. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Stürmer. Ja, und da gibt es halt, wie gesagt, auch nur zwei Jungs, die ich derzeitig wirklich holen würde, wenn es mit Haaland nicht klappen tut. Und das sage ich ganz ehrlich, ich bevorzuge derzeitig diesen Jungen ganz gerne. Dann würde ich auf jeden Fall nochmal zu Krone wechseln, da er, wie gesagt, mit einem 91er Antritt und der Sprintgeschwindigkeit von 92 halt richtig gut ist. Das Einzige, was wir bei ihm wirklich noch ein bisschen erhöhen müssen, ist halt die Ausdauer, damit er auch ein bisschen die 90 Minuten durchhält. Und wie gesagt, im ZOM könnten wir uns auch verstärken. Hier Julian Green sehe ich jetzt bei uns derzeitig irgendwie nicht. Mit 25 Jahren ist er schon, und das meine ich gar nicht böse, er ist schon fast an seinen Zenit angekommen. Er hat nur eine 70er Gesamtstärke. In ihn so viel noch zu investieren, ist halt einfach zu wenig. Und eine 70er Gesamtstärke ist für den HSV in der ersten Fußball-Bundesliga halt auch nicht mehr richtig, vonnöten und würde uns auch nicht wirklich viel bringen. Deswegen würde ich ihn dann halt aus der Wunschliste rausnehmen. Ja, und des Weiteren würde ich dann, wie gesagt, ganz gerne nochmal in die Innenverteidigung ein wenig investieren. Beide, Kadeshma und Ampadur, der ja derzeitig auch bei RB Leipzig spielt, sind beides Kandidaten, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Sie haben zwar derzeitig noch nicht so viel Gesamtstärke, wären dann halt wirklich nur als Backup, aber sie haben halt das große Potenzial. Ja, also wie gesagt, zwei ZOMs, zwei Stürmer, zwei IVs. Schauen wir mal. Erstmal lasse ich die beiden nochmal ein bisschen scouten und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, desweilen haben wir noch mehr Kohle gekriegt. Und zwar Bates ist nämlich verkauft. Der geht nach Pontymisi SC für 2,55 Millionen.
Das bedeutet, wir bekommen nochmal 1,8 Millionen auf unser Gehalt. Ja, und wir haben wieder ein Leihangebot für Van Drongel von Amiens SC. Die sind daran interessiert, ihn für ein Jahr zu holen. Das ist ein Verein, von dem habe ich noch nie was gehört. Und wieso Laie? So einen würde ich niemals ausleihen. Also Angebot natürlich ablehnen. So, einen weiteren haben wir jetzt auch verkauft. Mikkel ist jetzt auch weg für 350.000. 230.000 gehen dann nochmal auf unser Gehaltsbudget. Also besser gesagt auf unser übergroßes 54. Wir kommen jetzt fast an 55 Millionen ran. Damit können wir halt nochmal richtig gut was machen. Und ich stelle gerade fest, und da ist noch ein Scouting-Bericht übrig. Haben wir vielleicht noch Geld für einen weiteren Scout? Wollen wir uns vielleicht noch einen weiteren Scout holen? Schreibt es mal einfach in die Kommentare. Ja, und dann gehen wir auch gleich mal in die nächste Trainingseinheit. Und diesmal Winsheimer und Amici und Schinkel und Pilcher mal richtig gut. So kann es doch weitergehen. So, wir haben jetzt noch ein Angebot von Sporting CP, das ist doch Sporting Lissabon, ne? Das sind die doch. Ja, Sporting Lissabon würde gerne Ledgert kriegen, aber auch er ist derzeitig unverkäuflich, denn er ist mit Van Drongel halt einfach unser Abwehrbollwerk, unsere Innenverteidiger, auf die wir derzeitig absolut nicht verzichten können. Ja, und wieder haben wir ein Angebot für Rick Van Drongel gehabt, jetzt von Olympique Lyon, und sie bieten gar nicht mal so wenig. Sie bieten fast 14 Millionen für ihn. 11 Millionen ist sein Marktwert. Wir könnten 20 Millionen dafür für ihn kriegen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ja klar, 20 Millionen, dann könnte ich natürlich nochmal einen richtig guten Innenverteidiger holen. Gar keine Frage, aber wollen wir das wirklich machen? Auch wenn wir 20 Millionen kriegen? Und dann ist natürlich die Frage, wen würden wir denn davon holen? Ja, und genauso sieht es aus mit Bakary Yatta. Da haben wir nämlich auch von Racing Club eins bekommen. Und die würden uns auch über den Marktwert sogar geben. 14,3 Millionen. Und wir könnten sogar bis zu 21,4 Millionen für ihn verlangen. Das wären fast 40 Millionen für die zwei Leute. Da wäre halt auch nochmal die Frage, sind die das überhaupt wert? Und würden wir uns das überhaupt... ja, würde uns das überhaupt weiterbringen? Oder sagt ihr, nein, die beiden gehören einfach zu Hamburg noch mit dazu. Sie sind zwei super Talente, die müssen wir definitiv behalten. Da kannst du niemanden weggeben. Dann schreibt es definitiv in die Kommentare. So, und jetzt haben wir noch ein Kaufangebot für Ambrosius. Die bieten uns 690.000. Das ist auf jeden Fall mehr als das, was zwischen seinen Marktwert liegt. Ich möchte den, das kann ich irgendwie auch nicht. Also die Info steht, Kasımpaşa Istanbul möchte diesen Spieler verpflichten, da sein Marktwert zwischen 430 und 630 liegt, könntest du eventuell noch einen besseren Deal vereinbaren. Ist doch aber Quatsch, sein Marktwert liegt bei 675.000 und sie bieten mal gerade, wenn ich richtig überlege, 25.000 mehr an. Also irgendwie ist das recht eigenartig. Wir gehen halt einfach mal in die Verhandlung rein. Ja, und vielleicht können wir hier mal wieder ein ganz legerer T-Shirt, ganz leger, gar nicht mal so großartig, scheint wohl auch kein großartiger Verein zu sein, mit viel Geld meine ich jetzt. Aber wie gesagt, Ambrosius für ein bisschen zu verkaufen möchte ich natürlich auch nicht. Schauen wir einfach mal, ich würde sonst einfach mal ganz gerne sagen, wie wäre es mit 800.000. Ich verstehe natürlich, dass sie an nicht gern Zieler sind. Wir sind bereit, 800.000. Gott, dann hätte ich ja noch mehr für ihn verlangen können. Na, holla die Walfee. Ja, und jetzt müssen wir halt einfach nur abwarten, was die sagen. So, wenn ich jetzt natürlich weitergehe. FC Bayern holt Lukas Dieten. Nee, für fast 36.000. Was ist hier los? Wir müssen richtig aufpassen. Da kommt nichts mehr. Deutsche Fußballbund, mal sehen, was da. Ach ja, Deutschland schlägt Rivalen Frankreich. Gut, das ist für uns natürlich ganz uninteressant. Ich würde jetzt aber gar nicht mal weitermachen, weil sonst laufen ja die Angebote ja aus. Ich muss mal ganz kurz gucken. Transferzentrale, Eigenangebote, erhaltene Angebote. Und jetzt müssen wir natürlich drauf reagieren.
Ambrosius, kriegen wir ihn vielleicht für 800.000 verkauft? Kriegen wir vielleicht Rick van Drongel für 40 Millionen, für 20 Millionen verkauft? Und kriegen wir auch Jatta für vielleicht sogar über 20 Millionen verkauft? Und wollen wir die beiden überhaupt verkaufen? Schreibt es auf jeden Fall jetzt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und auch dann werden wir uns nochmal drüber unterhalten, wie sieht's aus, wollen wir uns noch einen weiteren Jugendstab Mitarbeiter holen? Soll der vielleicht auch wieder 5 Sterne, 5 Sterne, oder reichen vielleicht auch Tobias Bergmann mit seinen 4 und 5 Sternen für 3,2 Millionen? Schreibt das auch gerne in die Kommentare, dann können wir uns auf jeden Fall verbessern. Und dann würde ich hier gerne Stopp machen und warte dann auf eure fleißigen Kommentare und hoffe, euch hat die Folge trotzdem, auch wenn sie recht kurz gewesen ist, gefallen und ihr lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid und keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Tut nicht weh. Bis dahin, liebe Zuckerfreunde, und haut rein.